Das ist der Jaguar E-Pace Plug-in Hybrid. Herzlich willkommen zu Ausfahrt TV. Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen, dem Jaguar E-Pace. Englisch ausgesprochen, E-Pace geschrieben, ist klar. Und der E-Pace ist ein, der E-Pace ist ein SUV aus dem Segment der Kompaktklasse. Drei Mitbewerber hätte ich exemplarisch für euch. Das ist einmal der Mercedes-Benz GLA 250e, den wir euch ja schon vorgestellt haben. Der Volvo XC40 als Recharge T5, auch dazu haben wir ein Review. Und der Cupra Formentor E-Hybrid. Der Jaguar E-Pace wurde als vollkommen neues Fahrzeug im Juli 2018 in London erstmals vorgestellt. Im Jahre 2020 hat das Fahrzeug ein umfassendes Facelift erhalten. Das Fahrzeug wird in Graz, Österreich gebaut. Beim Euro-NCAP-Crashtest hat er im Jahre 2017 alle 5 Sterne bekommen. Jaguar bietet den E-Pace zu einem Basislistenpreis von 38.790 Euro an. Unser Testwagen hingegen in der Ausstattungslinie als Plug-in-Hybrid, der hat einen Listenpreis von 73.038 Euro. Die Konfiguration dieses Testwagens haben wir auf der Homepage hinterlegt. Da bimmelt, da ist der Link zur Homepage und dann könnt ihr euch ansehen, was das Fahrzeug zu diesem Preis führt. Ich kann euch aber auch sagen, dass der erste Link unter unserem Video euch direkt zu unserem Partner leasingmarkt.de führt. Wenn ihr nämlich sagt, Mensch, so ein Jaguar E-Pace, schick, 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 gerade als Plug-in-Hybrid, gibt es ja immer sehr gute Leasing-Angebote, dann klickt auf den ersten Link unter unserem Video, bringt euch direkt zu den Leasingmarkt Jaguar E-Pace Leasing-Angeboten. Und da findet ihr bestimmt einen Schnapper. Wenn dem so ist, dann stellt einfach unverbindlich und kostenlos eine Anfrage und der Händler eurer Wahl wird euch ein vernünftiges Angebot zuschicken. Wenn ihr nichts verpassen wollt, nicht vergessen zu abonnieren und auch schön die Glocke anmachen. Gleich gibt es die technischen Daten. Hier eine kleine Besonderheit, ne? Die Luft kommt durch den Kühlergrill rein und hier gibt es zwei Schalen, wird es nach oben geleitet, nämlich in die Haube und durch die Haube durch hier unten rein und da wird es dann wieder in, zum Turbolader halt geleitet, die Luft. Jetzt keine Raketentechnik, aber habe ich in der Form, glaube ich, auch noch nie so gesehen und darum dachte ich, zeige ich euch das mal. Als Antrieb dient dem 2021 Jaguar E-Pace P300 EAWD ein Hybrid-Antriebsstrang. Der besteht aus einem 1,5 Liter rein Dreizylinder Verbrenner und einem Elektromotor. Der Verbrenner leistet 200 PS und er hat ein maximales Drehmoment von 280 Newtonmeter, welches zwischen 1600 und 4500 Umdrehungen pro Minute anliegt. Der Elektromotor, der sich an der Hinterachse befindet, leistet 80 kW, das sind 109 PS und er hat ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 309 PS sowie ein maximales Systemdrehmoment von 540 Newtonmeter. Geschaltet wird mittels 8-Gang Automatikgetriebe. Der Testwagen hat Allradantrieb. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 6,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 216 km/h. Batterieelektrisch kann man eine Geschwindigkeit von 135 km/h erreichen. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach WLTP beträgt 2 Liter und 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 44 Gramm pro Kilometer. NEFZ-Werte 2 Liter bei 43 Gramm pro Kilometer. Der Tank fasst 58 Liter. Super, die batterieelektrische Reichweite nach WLTP ist mit 55 Kilometern angegeben. Optional kann man den Jaguar E-Pace auch noch mit 2 Diesel- und 4 Benzinmotorisierungen bestellen. Ja, da habt ihr richtig gehört. Ein Dreizylinder? Darf ein Jaguar überhaupt mit einem Dreizylinder ausgestattet sein? Der Motor, den gibt es ja auch im P160. Im Jaguar E-Pace P160, da ist nur der Dreizylinder drin, ne? Nicht mal der Elektromotor an der Hinterachse. Ist das Frevel oder kann man das machen oder müssen wir uns da eh dran gewöhnen? Lasst mich doch mal wissen, was ihr darüber denkt. Schreibt es mir unten in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Jaguar bietet den E-Pace in einer Matrix von Ausstattungslinien an. 4 waagerecht, 3 horizontal quasi. Und uns haben sie das Fahrzeug als Air Dynamic
SE, also Air Dynamic SE, zur Verfügung gestellt. Schon in der Basis kommt das Fahrzeug mit Voll-LED-Scheinwerfern. Hier zu unserer Ausstattungslinie gehören nicht nur die Voll-LED-Scheinwerfer, sondern auch die dynamischen Blinker. Könnt ihr hier vorne sehen in Aktion und gleich dann auch nochmal hinten. Optional gibt es auch noch Pixel-LED-Scheinwerfer. Wer sein Licht also noch ein bisschen aufwerten möchte, hat hier auch noch optional die Möglichkeit. In der Basis steht der Jaguar E-Pace auf 17 Zoll Alufelgen. Zu unserer Ausstattungslinie würden 19 Zoll an einem ähnlichen Design und ähnlichen Look gehören. Jaguar hat aber gesagt, Mensch, fahrt doch ruhig mit den 20 Zöllern, die sehen doch auch schick aus und die stecken hier auf dem Auto entsprechend. Wir haben eine Bodenfreiheit von 204 mm. Das Fahrzeug kann man sich in 12 Farben konfigurieren. Die Farbe unseres Testwagens nennt sich Hakuba Silver. Ja, und hier hinten auf der linken Seite befindet sich der Stromanschluss. Der Akku hier beim P300e, der fast 15 Kilowattstunden und kann hier geladen werden. Einmal schnöde an der Haushaltssteckdose, da dauert es von 0 auf 80% ganze 5 Stunden. Man kann natürlich auch an die Wallbox gehen, egal ob nun zu Hause oder draußen in der Stadt. Da nimmt der Onboard-Loader 7 kW immerhin entgegen und das Laden von 0 auf 80% dauert 1 Stunde 20 Minuten. Als Besonderheit habe ich hier die Möglichkeit, auch an Schnelllader zu gehen. Und da nimmt das System bis zu 50 kW entgegen. Da dauert das Laden von 0 auf 80 dann gerade mal eine halbe Stunde. Der Plug-in-Hybrid startet natürlich in der Regel elektrisch. Ich kann aber provozieren, dass der Motor mal anspringt, der Dreizylinder. Nicht unbedingt der Ton, den man von einem Jaguar erwarten möchte. Derweil spiele ich hier mit der Lichtorgel rum, zeige euch alle Funktionen einmal. Wollte euch aber eigentlich noch erzählt haben, dass wir zwei Auspuffrohre haben, die hinter dem Stoßfänger nach unten geköpft sind. Und das, was ihr hier noch angedeutet seht, das sind dann Blenden im Prinzip, falls man das überhaupt als Auspuffblenden sehen möchte. Mit dem Schlüssel der Fernbedienung kann ich aus der Ferne auch die Fenster öffnen und schließen. Gerade bei so sommerlichen Temperaturen ist das natürlich nett. Das Fahrzeug ist jetzt verriegelt, den Schlüssel stecke ich mir in die Tasche. Und ich sehe hier auch einen Punkt an den hinteren Türen. Das heißt, Keyless Entry habe ich quasi an allen 5 Türen, die das Auto auch hat. Wenn ich die Tür öffne, sehe ich hier eine beleuchtete Jaguar Einstiegsleiste. Hier in der Seitenansicht sieht man jetzt auch ganz schön 204 mm Bodenfreiheit. Und dazu noch ein relativ breiter Kasten, da müssen ja auch die Akkus irgendwo versteckt werden im Fahrzeugboden. Somit ein hoher Einstieg. Wenn ich mich jetzt hier mal einfach plumpsen lasse, wie jemand mit Rückenleiden, das geht gut. Also es ist schon ein bequemer Einstieg. Es geht natürlich ein Stückchen nach oben, damit jetzt keiner sagt, sonst zeigst du es aber anders. Wir wollen ja vergleichbar sein. Ne? Auch so ist der Einstieg bequem. Herzlich willkommen im Innenraum hier vom Jaguar E-Pace in der Air Dynamic SE Ausstattungskombination. Schaut einmal auf unsere Homepage, oben einmal rechts klicken, da findet ihr den Link oder unten im Videobeschreibungstext, dann seht ihr, was serienmäßig zu dem Fahrzeug gehört und was aufpreispflichtig ist. Ich beginne wie immer mit dem Materialcheck. Wir haben hier ein Kunstleder auf dem Armaturenbrett und auch das in der Ecke ist ein weiches Material. Weiß ist die Kontrastnaht. Das Ganze zieht sich hier komplett rüber, auch noch in den Bereich. Hier dann nochmal eine weiße Kontrastnaht und der Deckel vom Handschuhfach, da haben wir dann einen harten Kunststoff. Einmal in den Fußraum und einen Teppich, daran anschließt sich dann harter Kunststoff. Bis hier vorne und da haben wir wieder das Kunstleder. Die Mitte einmal abgeschwenkt, hier ein bisschen hochglänzend schwarz, rund ums Infotainment-Display. Das erwacht ja hier alles gleich zum Leben. Und hier dann auch harter Kunststoff, ein bisschen hochglänzend schwarz wieder, harter Kunststoff und ein bisschen Kunstleder. Das finde ich dann auch auf der Mittelarmlehne. Die Sitze sind dann mit Leder bezogen, hier perforiert auf den Sitzbahnen, aber auch hier noch an den Seiten. Und auch hier haben wir dann wieder die weiße Kontrastnaht. In der Tür oben weiches Material, dann ein Stoff tatsächlich, ein bisschen harter Kunststoff, ein bisschen Kunstleder, auch hier wieder die weiße Kontrastnaht. Und im unteren Bereich haben wir dann auch wieder einen harten Werkstoff bei den Türtaschen. Die A-Säule ist entweder mit einem Velourleder, würde ich fast sagen, oder mit so einem Alcantara-ähnlichen Material bezogen. Und so auch der Himmel. Dazu spüre ich hier noch eine Unterschäumung. Ja, rein vom Materialmix finde ich das sehr angenehm. Wir sind im Kompaktsegment unterwegs. Da sind selbst die deutschen Hersteller nicht besonders
liebevoll, sage ich mal, bei der Materialauswahl. Hier finde ich es aber durchaus schön. Und es sieht auch gut aus, finde ich zumindest. Aber das ist ja immer Geschmackssache, das versuche ich ja meistens nicht so rauszustellen. Gut, machen wir gleich weiter mit der Ergonomie. Ist auch ganz wichtig, das Auto zu starten, dass die Klimaanlage läuft. Ich zerfließe hier bei Außentemperaturen von, ich glaube, 30 Grad oder so. Dann erwacht das Auto auch schon zum Leben. Sowohl der Screen als auch der andere. Fangen wir mal an. Ah ja, so viel besser. Hier oben haben wir zwei Lüftungsdüsen, die jetzt auch ordentlich pusten. Die kann ich frei verstellen, am besten in Richtung Gesicht. Und den Luftstrom hier über ein Rad an der Seite auch noch regeln. Und genauso funktionieren auch die äußeren Lüftungsdüsen. Freie Verstellung und ein Drehrad zum Regeln des Luftstroms. Er fasst ein bisschen versteckt davor, der Warnblinkschalter, aber auch gut zu erreichen, auch gut zu sehen, wenn man weiß, wo er ist. Und das passt schon so. Dann haben wir hier das 11,8 Zoll Display mit einer neuen Systemversion dann drauf. Drei Kacheln und ich kann hier allerlei machen, allerlei Sachen erledigen. Darunter dann die Steuerung der Klimaanlage mit den üblichen Einstellungen. Hier dann nochmal interessant, Push. Um die Sitzbelüftung, die er nicht hat, oder die Sitzheizung, die er dann hat, zu steuern. Die ist auch dreistufig. Und Pull, um das Gebläse hier separat zu steuern, wenn ich das denn möchte. Ja, und dann habe ich hier für die Sitze auch nochmal eine Taste. Das sind so Touchfelder halt. Und da seht ihr, hier kann ich das dann auch manuell nochmal regeln, wenn ich denn möchte, beziehungsweise das Ganze auch ausschalten. Und so haben wir halt pro Bereich einmal die Möglichkeit, hier alles einzustellen. Darunter dann eine Taste EV. Da kann ich die Fahrmodi, was das batterieelektrische Fahren angeht, einschalten oder erstellen. Gibt es einmal EV, Safe und Hybrid. Über die Taste aktiviere ich das ASPC, dann Start-Stopp und hier habe ich die Möglichkeit, das ESC zu regeln. Dann die unterschiedlichen Fahrmodi kann ich über diese Wippe wählen. Das fängt an ganz sportlich, Dynamic, Komfort, Eco und ja, Schlechtwege im Prinzip. Das ist der Drehregler bzw. der Lautstärkeregler vom Infotainment-System. Draufdrücken und das Ganze ist beendet. Und hier ist der Gangwahlhebel mit der P-Taste dann nochmal separat. Ja, Air Dynamic heißt die Ausstattungslinie. Kein Wunder, also, dass wir ein Air hier auch im Lenkrad finden. Das Ganze ist ein Multifunktionslenkrad, wie man sehr schön sehen kann. Das Ganze ist beledert und hier innen ist das Leder dann teilweise noch perforiert. Nicht teilweise, sondern der ganze Kranz halt. Im Innenteil. Das Lenkrad kann ich auch manuell verstellen, nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Tiefe. Ich zeige euch einmal den kompletten Radius. Egal wie ich es mir einstelle, ich kann immer das Cockpit sehen. Das haben sie schon sehr elegant gelöst hier beim Jaguar. Die Tastenbelegung hier auf der linken Seite, einmal Lautstärke für das Infotainment-System. Skippen kann ich hier auch noch, eine Favoritentaste, Telefonate annehmen und die Spracherkennung. Wenn ich hier drauf drücke, dann kann ich allerdings das Cockpit steuern. Auf der anderen Seite dann die Einstellung für den Tempomaten und auch für die Lenkradheizung gibt es einen Schalter. Die Schaltwippen sieht man nicht nur im oberen Bereich, sondern auch im unteren. Und auch wenn sie so groß sind, sie lenken mit dem Lenkrad mit oder sie kommen mit dem Lenkrad mit. Also kann ich hier die ganze Hand drauf ablegen, kommen auch gut dran. Und das Material fühlt sich tatsächlich nach Metall an. Hört sich auch so an. An der Lenksäule rechts habe ich dann den Scheibenwischerschalter für den Scheibenwischer vorne und den Scheibenwischer hinten. Und auf der Gegenseite klassisch Blinker, Lichthupe, Fernlicht. Aber ich kann hier auch selbst das Licht schalten und Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer aktivieren. Und hier mit dem Taster kann ich dann auch nochmal eine Einstellung quasi im Bordcomputer durchschalten im Display. Links unten neben dem Lenkrad einmal die Helligkeitsverstellung. Dann habe ich hier noch die Tankklappe, die ich öffnen kann und die elektrische Heckklappe. In der Tür im oberen Bereich drei Speicherplätze für meinen elektrischen Fahrersitz. Hier dann die Wippe von der Zentralverriegelung und in der Erweiterung der Armlehne die vier elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich auch sperren. Setze dann gleichzeitig die Kindersicherung ein und hier vorne die Spiegelverstellung. Wenn ich die beiden zusammendrücke, dann klappen die Spiegel elektrisch an. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich presse mich mal in den Sitz zwischen meinem Kopf und dem Himmel, sage ich mal. Also der Verdunklungsrollo vom Glaspanoramadach passt noch eine Faust. Ich habe hier auch, doch da kann ich vielleicht noch Maß nehmen. Hier auch.
Also es würde auch noch zwischen den normalen Dachhöhlenbereich passen oder gegen die Dachhaut. Also ich habe genug Kopffreiheit, das merke ich auch, wenn ich meinen Kopf hier bewege. Die Mittelarmlehne, wir sind im Kompaktfahrzeug, finde ich angenehm breit. Die könnte ich mir fast mit meiner Beifahrerin oder meinem Beifahrer teilen. Das ist schon mal sehr angenehm. Der Blick nach vorne, wir haben ja hier so einen schönen Schwung. Das Display ist weit unten eingearbeitet. Man kann es trotzdem gut ablesen. Und auch wenn das ganze Dach in schwarz und die A-Säulen in schwarz gehalten, so ein bisschen nach unten drücken, dieser Schwung öffnet das Auto optisch und lässt es so größer erscheinen, als es wirklich ist. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Ich habe mehrfach, als ich hier gefahren bin, das ist ja meine erste Testfahrt in dem Fahrzeug, gedacht, mein Gott, wirklich ein kompakter, wirkt deutlich größer hier im Innenraum. Ja, die Sitze habe ich euch schon einmal gezeigt. Hier nochmal der Schwenk von Alex. Die sind elektrisch verstellbar. Ich kann den Sitz einmal vor- und zurückfahren natürlich. Den vorne anstellen, ne? Zack, zack. Oder im Ganzen heben und senken. Auch das geht. Dann kann ich die Lehne selbstverständlich verstellen. Und habe auch noch eine Lordosestütze, die in alle vier Richtungen funktioniert. An diesem Rundteil der Lordosestütze habe ich dann noch die Möglichkeit, die Sitzwangen im oberen Bereich enger oder halt auch weiter zu stellen. Und eine elektrische Sitzverlängerung gibt es dann halt auch noch. Die Kopfstützen, die benutze ich manuell. Da habe ich an der Seite einen Knopf und dann kann ich sie hoch und runter stellen, aber nicht irgendwie nach vorne drücken noch. Ja, die Sitze während meiner Testfahrt habe ich als sehr angenehm empfunden. Nur bei dem heißen Wetter wäre so eine Sitzlüftung noch eigentlich ganz nett gewesen. Ich schalte das Auto mal aus, dann seht ihr auch, wie das sich ausschaltet und was dann passiert. Ne, da hat man hier auch nochmal ein Schaubild, weiß, wie viel elektrische Reichweite man behält. Und wenn ich das Ganze jetzt wieder starte, dann habt ihr einmal die Lichtorgel, der Screen baut sich entsprechend aus. Auf und das ist die klassische Ansicht mit den beiden Rundinstrumenten. Da habe ich auf der linken Seite halt den Tachometer eingelassen, die digitale Geschwindigkeit und das Tempolimit auch und unten dann die Tankanzeige, außen hier noch die Außentemperatur und der Gesamtkilometerstand. Da oben dann das Leuchtenprogramm, also die Scheinwerfer sind im Autoprogramm schon. Auf der anderen Seite, P steht für das Parkprogramm, wenn ich hier Drive einsetze oder Reverse, dann wird mir das auch entsprechend angezeigt. Das ist dann der Effizienzdrehzahlmesser im Prinzip. Hier im oberen Bereich Drehzahlmesser des Dreizylinders und im unteren Bereich sehe ich dann, wie viel Energie ich zurückgewinne, sprich rekuperiere. Und hier im äußeren Bereich sieht man diesen Blitz noch. Da wird mir dann angezeigt, wenn ich Strom verbrauche. In der Mitte sehe ich jetzt den Bordcomputer. Nicht wundern, zum Verbrauch sage ich dann nachher noch etwas. Über dieses Drehrad, wenn ich das drücke, komme ich dann in das Menü und kann jetzt hier über die Wippe auch die Bereiche wechseln und unter anderem kann ich sagen, ich möchte das Layout gerne ändern und könnte jetzt auch ein Rundinstrument wählen oder die Karte halt als Vollbild mir anzeigen lassen, den Bereich Medien mir kredenzen lassen oder die Fahrassistenzsysteme nach vorne holen. Für mich ist das persönlich fast ein Ticken zu kompliziert, weil man hier dann doch immer wieder einen Schritt vornehmen muss. Und wenn man dann auch noch abrutscht oder zu schnell ist für das System, dann wird das Ganze ein bisschen fummelig. In dem Bereich habe ich dann noch die Möglichkeiten, das Head-Up-Display zu verstellen. Medien haben wir noch. Und dann den Fahrtenspeicher, den kann ich hier zurücksetzen, aber auch sagen, was ich vom Inhalt sehen möchte hier. Und dann bin ich einmal durch. Im Infodisplay, da kann ich mir dann auch noch sagen, was möchte ich sehen. Ich möchte Fahrzusammenfassung eigentlich immer haben, könnte mir aber hier auch die Karte zum Beispiel anzeigen lassen oder die anderen Punkte. Jetzt hatte ich euch ja eben noch gesagt, dass wir da noch am Taster am Blinker haben. Den taste ich jetzt mal. Da unten rechts Datum, ne? Fahrtstrecke. Durchschnittsgeschwindigkeit, also die Werte aus der Mitte, wenn ich mir da jetzt zum Beispiel die Karte anzeigen lassen würde, kann ich mir auch Teile hier halt unten anzeigen lassen. Aber jeweils mal nur eine Zeile natürlich. Wenn mich das Navigationssystem leitet, dann habe ich in dem Bereich auch noch die Anweisung vom Navigationssystem. Also gerade bei komplizierten Abbiegesituationen wird mir da ein schickes Bildchen eingeblendet. Das wird mir auch im Head-Up-Display nochmal ganz klein angezeigt, aber da ist es nicht wirklich so brauchbar. Das Head-Up-Display kann man auch gut ablesen. Die digitale Geschwindigkeit und das Tempolimit werden mir da auch immer angezeigt. Und auch noch ein Drehzahlmesser.
Also Ersatz, so ein bisschen halt. Und gleich weiter mit dem Rundumblick. An der B-Säule kann ich noch gut vorbeisehen. An den beiden A-Säulen sowieso. Da könnt ihr euch selbst zuwinken. B-Säule, okay. Zwischen C und D-Säule ein klitzekleines Fenster. Das mag so ein bisschen helfen. Aber da hinten die D-Säule, das ist schon toter Winkel. Der Blick nach hinten jetzt nicht ganz so ergiebig, aber bei der Fahrt doch durchaus brauchbar. Ich dachte erst, so geht gar nicht. Aber ich finde es gar nicht so klein zum Gucken. Den toten Winkel lösen wir ja immer auf, indem wir vorher brav in den Seitenspiegel schauen. Die Spiegelfläche praktisch quadratisch groß ist sie nicht, aber groß ist sie auf jeden Fall schon. Spiegeldesign finde ich jetzt nicht so aufregend, aber man hat eine gute Sicht nach hinten mit den Spiegeln. Und auch mit einem Blick in den Innenspiegel habe ich die ganze Heckscheibe im Blick. Das finde ich auch gut, auch wenn die jetzt nicht so wahnsinnig groß ist. Dazu kommt das Fahrzeug mit einer 360-Grad-Kamera. Hier die Aufsicht, da das Bild der Rückfahrkamera. Und wenn ich hier am Lenkrad lenke, dann werden mir die Fahrlinien auch entsprechend angezeigt. Des Weiteren kann ich jetzt hier mir auch noch errechnete Bilder anzeigen lassen, wenn ich denn möchte. Wenn es mal ein bisschen enger wird, dann hat man so einen ganz guten Überblick. Und wenn man einen Beifahrer hat, der es noch nie gesehen hat, kann man hier auf jeden Fall einen auf dicke Hose machen. Auch das ist ja nicht so verkehrt, ne? Ja, geht auf jeden Fall gut. Gut, dann habe ich euch die wichtigsten Sachen gezeigt. Was noch fehlt hier? Wie hört sich die Hupe an? So. Dann mache ich gleich weiter mit dem Ablagencheck. Ich möchte euch einmal hier die ganzen Ablagen im Fahrzeug zeigen und die weiteren Funktionen, die ich eben ausgelassen habe. Wir fangen wie immer an mit den Türtaschen. Da habe ich im vorderen Bereich so ein schmales Fach, ganz praktisch für das Portemonnaie. Und dann kann ich hier das Getränk rausziehen. Das ist eine halbe Liter Flasche und die passt auch gerade eben so da rein. Größere Flaschen in diesem Teil hier nicht. Und nur damit ihr es seht, auch bei der oder während der Fahrt kann man das noch recht gut bedienen, beziehungsweise kommt da ganz gut dran. Das ist übrigens Y-Food, mein Sponsor, mein Partner vielmehr, kein Sponsor natürlich, in der Geschmacksrichtung Crazy Coconut. Und es ist eine ausgewogene Trinkmahlzeit. Sie dürfen das so nennen oder wollen das so nennen, weil es jede Menge Mineralstoffe hat und Vitamine. Ich finde es praktisch und mache dafür gerne Werbung, weil 500 Milliliter nur 500 Kalorien haben und mich 4 Stunden satt machen. Wenn ich also unterwegs bin, so wie heute oder am Bilsterberg, trinke ich ganz gerne davon mal was, statt irgendwo einzukehren und dann fastfoodmäßig mir irgendwelche Kalorien reinzuschaufeln, die ich eigentlich gar nicht zu mir nehmen möchte. Das ist die halbe Liter Flasche und hier versteckt ist dann noch ein kleineres Gebinde. Das ist die 0,33 Liter Flasche als Cold Brew Coffee, mit Koffein tatsächlich auch, also quasi eine Art Frühstücksersatz. Und die kann ich hier verstecken. Das heißt, die Türtasche ist auch bis hinten genutzt. Und mit ein bisschen Verwinkeln kann man hier auch eine größere Flasche noch einbringen. Ja, die Türtaschen auf jeden Fall angenehm groß. Die nächste Ablagefläche, dann hier die Matte, wo ich mein Handy auch schon draufgelegt habe. Das wird hier, wenn man denn möchte, ich mache die Zündung noch mal schnell an, auch induktiv geladen. Da seht ihr es, wuck. Und wenn das Handy das nicht unterstützt, hätte man hier auch noch einen 12-Volt-Anschluss, der selbiges erledigen kann. Ja. Hinter der Schaltkulisse habe ich 2 Getränkehalter mit einer unterschiedlichen Höhe, jeweils mit 3 Luftblasen hier oder Luftpolstern als Abstandshalter. Und die greifen die Flaschen auch sehr angenehm, sowohl der halbe Liter als auch die 0,33 werden hier gegriffen. Dazwischen könnte ich dann auch noch mein Handy stecken, wenn ich möchte. Da sind auch noch solche Halter vorgesehen halt. Zack, geht nämlich auch. Gut, dann kann ich die Mittelarmlehne auch mal aufklappen. Hier haben wir einmal einen USB-C und einen normalen USB-Anschluss. Und ihr seht das vielleicht, meine Hand verschwindet hier drin. Wenn ich jetzt die kleine Flasche nochmal nehme, sieht man das vielleicht auch ganz gut. Man kann hier tatsächlich unter den Getränkehalter Sachen noch schieben. Zumindest, nee, eigentlich auf beiden Seiten. Aber hier kriege ich die Flasche nicht rein. Da halt schon. Und von der Höhe nehme ich die jetzt auch noch mal zur Hand. Und da sieht man, das bietet doch eine ganze Menge Platz. Hier im Deckel dazu dann noch Kartenhalter oder ähnliches. Dann werfen wir auch noch einen Blick in das Handschuhfach, was beleuchtet ist im Übrigen. Da ist die Leuchte. Und ihr seht es, hier ist eine Flasche Wasser auch noch drin. Ein bisschen Jaguar-Gedöns, eine Warnweste.
Da passt also einiges rein. Hier oben haben wir noch einen Kartenhalter, da vorne noch einen Stiftehalter. Auch das Handschuhfach bietet eine Menge Platz. In der Sonnenblende finden wir einen Make-up-Spiegel, der dann von der Seite mit einer LED beleuchtet wird. Die Spiegelfläche mittelgroß, aber für ein kompaktes Auto auch schon schön. Daneben ein Clip für die Rettungskarte oder Parktickets. Die Sonnenblende kann ich auch zur Seite drehen, allerdings nicht nach hinten ausziehen. Wobei der Bereich, wo die Sonne von der Seite aus einfallen kann, relativ schmal ist. Dann haben wir hier in der Dachkonsole noch ein Fach für die Brille. Das ist so ein bisschen mit Moosgummi ausgekleidet. Nicht besonders groß, also nicht unbedingt für Pilotenbrillen geeignet, aber für normale Sonnenbrillen halt schon. Hier versteckt, einmal antippen, haben wir die Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Und wenn ich die Tür öffne, dann habe ich die Leuchte in der Mitte, die hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringt. Das ist der Vorhang, die Verdunklung natürlich vom Glaspanoramadach. Das kann ich ja nicht öffnen. Also die Verdunklung natürlich schon, aber das Dach selber nicht. Das ist halt festgesetzt, aber so bringt man natürlich auch ein bisschen Licht ins dunkle Auto, was ja hier sehr in schwarz gehalten ist im Innenraum. Ja, ich bin auch hier wirklich begeistert, wie viele Ablagemöglichkeiten ich habe in dem Fahrzeug und wie großzügig die sind. Sowohl die Türtaschen begeistern mich, als auch dieses Fach unterhalb. Und ich habe jede Menge Ablagemöglichkeiten. Da kenne ich andere Kompakte, bei denen das deutlich schlechter aussieht. Ja, Jaguar hat dem E-Pace auch eine neue Version vom Infotainment-System spendiert. Die möchte ich euch einmal zeigen, zumindest rudimentär die wichtigsten Funktionen. So begrüßt uns das System also. Immer wenn ich auf die Home-Taste drücke, mit drei Kacheln, jede Kachel für sich, ist gleichzeitig hier mit Kurztasten belegt, kann ich also reinspringen und ich kann die Kachel an sich aber auch aktivieren. Dann gibt es hier noch einen Knopf und da habe ich dann die ganzen Funktionen in Icon-Form. Wenn ich aber jetzt irgendwo bin in der Navigation, seht ihr hier, habe ich die Home-Taste und die bringt mich immer wieder auf den Startbildschirm. Springen wir direkt rein in den Bereich Medien. Hier oben kann ich jetzt wählen, was ich haben möchte, FM, DAB, AM und so weiter und so fort. TuneIn, also auch Internetradio ist dabei, weitere gibt es auch noch, ne, die ich mir hier nutzen können wollen würde. Aber das lassen wir jetzt einfach mal, springen wieder zurück. Mein Telefon ist auch am Start, wenn ich denn möchte. Ich bleibe jetzt aber mal beim Bereich DAB. Hier ist der Radio Bob, läuft ganz zufällig. Da kann ich neben dem Stern einmal draufdrücken oder auf den Stern einmal draufdrücken. Und schwupps habe ich Radio Bob auch in meinen Favoriten. Und im Player wird mir dann angezeigt, dass die gerade Bruce Springsteen Born in the USA spielen. Darf ich euch nicht vorspielen, sonst gibt es Ärger mit der GEMA. Ja, hier oben übrigens dann auch immer noch die Uhrzeit, der Empfang von den vom internen und vom externen Telefon. Die Parkkameras könnte ich noch aktivieren und in die Einstellungen springen vom System. Ich auf die Einstellungen klicke, habe ich hier den Bereich Audio. Da finde ich dann dreistufigen Equalizer und gleichzeitig noch den Fader, wenn ich denn möchte. So, und jetzt bin ich zwischendurch mal weggesprungen. Gehen wir wieder auf den Startbereich und hier in den Bereich Navigation. Jetzt könnte ich hier erstmal das Ziel beenden und jetzt hier ein neues Ziel suchen. Das mache ich auch. Ich möchte nämlich gerne in die Wertherstraße. Wie komme ich zurück? Da oben. Wertherstraße mit der Hausnummer 42 in Bielefeld. Ich kann jetzt hier suchen, aber er sagt auch, er hat ein Ergebnis. Jetzt tut er so, ne? Upsi. Bielefeld, sage ich okay. Jetzt hat er es aber gefunden, zeigt mir hier auch an. Ich sage go, 168 Kilometer, Luftlinie vielleicht, Baby, Luftlinie. So ist es denn auch. Er sagt mir, 2 Stunden 31 fahre ich, 265 Kilometer sind es jetzt. Und dann kann ich hier wählen zwischen 3D-Ansicht, 2D-Ansicht, 2D-Nord ausgerichtet und eine Übersicht der Karte kann ich mir halt auch anzeigen lassen, wenn ich denn möchte. So, und wenn ich hier drauf klicke, kann ich noch Wegepunkte hinzufügen und wenn ich hier oben runter klicke, dann zeigt er mir die einzelnen Stationen an. Gut, und da gibt es dann auch noch Optionen. Wenn ich möchte, kann ich da was anderes einstellen.
Und ja, ich habe das Einfachste ist hier, ne? Das zu beenden, so ist es wahrscheinlich gar nicht gedacht. Dann probieren wir nochmal die Spracherkennung aus. Adresse eingeben. Sprechen Sie Straße, Hausnummer und Ort oder sagen Sie Land ändern. Wertherstraße 42, Bielefeld. Wertherstraße 42, Bielefeld. Sie können Ich bin fertig sagen, um das Ziel Ich bin fertig. Oder sagen Sie das zu Ende muss warten. Adressfeld und dann ändern. Ich bin fertig. Ja, und jetzt geht das wieder alles so seinen Gang, wie man sich das wünscht und denkt. Jetzt springen wir nochmal in den Bereich. Sitze brauchen wir nicht, oder? Das war nur mit der Sitzklimatisierung. Nee, das müssen wir uns nicht angucken. Klimaanlage gibt es auch nochmal hier einen Bereich, den man sich visualisieren kann. EV vielleicht nochmal ganz spannend. Hybridmodus aktiv, elektrische Reichweite, Gesamtreichweite wird geladen, ja, weil ich das so eingestellt habe. Und das war's dann auch schon. Abfahrtzeit machen wir nicht. Eco-Daten kann man sich hier auch diverse Sachen noch anzeigen lassen. Nebenverbraucher und ein Protokoll. Guck mal, den Pokal hier, den habe ich erfahren, glaube ich zumindest. Also finde ich aber immer schön, so spielerisch irgendwelche Sachen. All Surface, was kann man da machen? Also hier dann auch nochmal mit dem Schlechtwegeprogramm. Anfahrhilfe ist ja auch ganz interessant, wenn man sich mal irgendwo festgefahren hat. Das ist ja ein Jaguar und der kommt ja von Land Rover mit. Das ist alles nicht so interessant, weil das hatten wir zum Teil schon. Und dann noch die Luftqualität außen und Klimaanlage hatten wir eben auch schon. Ja, das soll es gewesen sein. Das Fahrzeug ist mit dem optionalen Meridian Premium Sound System ausgestattet. Das hört sich auch gut an. Ich würde es auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, Aufpreis auch nur 800 Euro, also nur im Vergleich zum kompletten Fahrzeugpreis. Höhen und Mitten schön differenziert, der Bass ist auch ordentlich und das Ganze ja, hört sich auch bei höheren Lautstärken schon gut an. Ja, kompakt ist so wie es gibt es ja wie Sand am Meer. Ich finde es immer sehr interessant, die zu vergleichen anhand des Platzangebots wie auch der Ausstattung auf der Rücksitzbank. Ja, der Fußraum sieht gar nicht mal so großzügig geschnitten aus. Und ich ziehe auch den Kopf ein, wenn ich hier einsteige. Hinten sieht man, da sitzt man ja immer noch ein bisschen höher als vorne. Ja, und schaut euch das mal an. Ja, und so sieht's aus, ne? Wenn ich hier drin sitze. Ich fahre mal die Kopfstütze für mich aus, damit ich mich da auch bequem anlehnen kann. Zwischen meinem Kopf und den Himmel passt gerade mal eine flache Hand. Ich bin 1,80 Meter groß, der Fahrersitz ist auch noch auf mich eingestellt. Die Füße kann ich glücklicherweise bis zum Spann unter den Sitz schieben, sodass mir hier auch noch so ein Hauch von Beinfreiheit verbleibt. Aber vorne ist es wirklich sehr feudabel mit dem Formidabel, was auch immer. Feudal, so, das wollte ich sagen. Mit dem Platzangebot hinten ist das dann eher schon die Sparausgabe. Also ich hätte ganz gern eigentlich noch ein bisschen mehr Platz. Wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, stoße ich zwar hier nicht an den Dachholm, aber erstmal fühle ich mich hier hinten schon ein bisschen beengt, was das Sitzangebot angeht, das Platzangebot. Ja. Dann schauen wir uns mal hier auch die Türtaschen an und die restliche Ausstattung. Ich habe hier nicht so einen lustigen Einschub wie vorne. Die beiden Flaschen passen zwar hier hervorragend auch in die Türtasche, die ist auch richtig groß wieder, aber haben halt keinen Halt. Und sonst von der Beschaffenheit die Türen hinten genauso gestaltet wie vorne, bloß eben ein bisschen kleiner. Oben dann auch die Einstiegsbeleuchtung, die gleichzeitig natürlich auch als Leseleuchte zu aktivieren ist. Hier vorne an der B-Säule haben wir einen Kleiderhaken. Ihr wollt ihr sicherlich auch sehen, die Scheiben getönt, das seht ihr, werden aber nicht vollständig versenkt, sondern es bleibt hier noch ein kleiner Bereich stehen. Und natürlich haben wir eine Automatik hier auch am Start. Die Rückseiten der Vordersitze sind hart verschallt. Das ist natürlich angenehm. Gerade wenn man längere Beine hat, dann bohrt man die dem Fahrer nicht in den Rücken. Und es gibt so ein leichtes Fach. Da habe ich hier vorne mal was vorbereitet. Ne? Das ist DIN A4 Hochkant halt. Und jetzt noch mal gucken. DIN A4 quer.
Nee, passt nicht. Also geht nur hochkant. In der Mitte haben wir zwei Lüftungsdüsen, die ich auch wieder frei verstellen kann. Und pro Lüftungsdüse habe ich ein Drehrad. Und im unteren Bereich sehe ich drei USB-Anschlüsse, drei USB-C-Anschlüsse. Und hier ist dann noch so ein klitzekleines Fach, aber auch mit einer rutschfesten Matte drin. Das Fahrzeug kommt auch mit einer Mittelarmlehne. Und hier sind wieder zwei Getränkehalter mit den drei Luftpolstern, genau wie vorne. Und dann nehme ich wieder meine beiden Musterflaschen. Die große muss ich schon ziemlich reinquetschen. Die kleine wird aber gar nicht gegriffen von den Luftblasen. Probieren wir das mal andersrum. Nee, also da war der vordere Halter besser. Sprich, die sitzt bombefest drin und die fällt zur Not aber raus oder kippelt raus. Das wollen wir eigentlich nicht. Ja, die Rückenlehne können wir natürlich auch als solche nutzen und die ist sogar noch ein bisschen breiter als die vorne, sodass ich mir die hier auch mit meinem Sitznachbarn oder meiner Sitznachbarin teilen kann. Dazu kann ich das mittlere Teil auch komplett umlegen, um hier längere Gegenstände durchzuladen oder aber Sachen mal schnell aus dem Kofferraum zu holen. Wenn ich jetzt versuche, nochmal hier in der Mitte Platz zu nehmen, kleinen Kardantunnel haben wir. Ich sitze hier deutlich strammer, was das Rückenteil angeht. Der Sitz selber ist gar nicht so viel härter. Ja, nee, das merke ich auch von der Kopffreiheit, die bleibt. Aber der Rücken, das ist schon eher unangenehm. Außerdem stoße ich jetzt natürlich mit meinen Knien an die Vordersitze. Und das ist kein bequemes Sitzen. Davon mal abgesehen bin ich mit meinen Oberschenkeln ja zumindest angrenzend an die perforierten Sitzflächen und da bin ich so ja auch schon drüber, also weit drüber, von daher drei Personen meiner Körperfülle hier hinten, das würde ich nicht wollen. Die Gurte hier hinten ausreichend lang, um Kindersitze und Babyschalen anzuschnallen, vielleicht sogar einen Ticken länger als normalerweise die Gurte so sind. Die Tür ist allerdings nicht so groß und öffnet auch jetzt nicht in so einem richtig großen Winkel. Da muss man größere Kindersitze schon ein bisschen verwinkeln, um die hier vernünftig einzuladen. Zudem gebe ich zu bedenken, wenn man einen großen Sitz hat und die Kinder mit den Beinen da auch noch so ein Stück drüber stehen, dass das Ganze hier ein bisschen enger werden könnte. Ne? Auf 1,80 eingestellt. Die Isofix-Halterungen verbergen sich hier unter so Plastikplättchen, die dann lose im Auto rumfliegen, wenn man sie dann rausnimmt. Die Gurtpeitschen der äußeren Sitze sind aber schön starr, sodass Kinder sich da auch selbstständig anschnallen können sollten. Bei den Fensterhebern haben wir einen Einklemmschutz, im Übrigen auch bei der elektrischen Kofferraumklappe, sowohl im oberen als auch im unteren Bereich. Auf dem Beifahrersitz gibt es leider keine Isofix-Halterung und den Beifahrer-Airbag kann ich über das System deaktivieren. Unser E-Pace ist mit einer elektrischen Kofferraumklappe ausgestattet. Die kann ich hier über den Schlüssel öffnen. Ich kann den Taster im Innenraum verwenden. Es gibt hier unterhalb des Jaguar-Emblems voll witzig, Jan. Ein Taster, mit dem ich öffnen kann. Oder links wie rechts außen gibt es Sensoren. Wenn ich da drunter kicke, dann fährt die Klappe auch elektrisch auf. Nicht nur zu der Höhe, sondern das zeigt euch nur, man kann die auch frei programmieren. Das ist die Höhe, in der sich die Klappe öffnen kann. Und was hochfährt, kann auch runterfahren. Wir haben hier einen Einklemmschutz, nicht nur im oberen, sondern auch im unteren Bereich. In den Kofferraum vom 2021 Jaguar E-Pace P300e passen 494 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank erhält man ein Ladevolumen von 1170 Liter. Zeige ich euch gerne nochmal den Kofferraum hier in dem Täschchen. Das hattet ihr vorhin vielleicht schon gesehen, ist das Ladekabel mit dem Ladeziegel halt. Und in dieser Tasche haben wir dann noch das Trennen. Die Trennmöglichkeit hier, die ich hier einsetzen kann in die verschiebbaren Zurösen. Das ist einmal das starre Teil dabei und dann hier noch so ein flexibles, ne? Nicht laberig heißt das, sondern flexibel. Ja, und das sind die Zurösen alleine. Da habe ich hier zwei Zustände, einmal so fest verriegelt oder so und dann kann ich die hier auch, wenn ich reindrücke, noch auf dem Stück verschieben oder halt, ist ein bisschen schwierig mit einer Hand, auch rausnehmen, wenn ich das gar nicht haben möchte. Den Ladeboden, den kann ich auch anheben. Und da sehe ich ein Reserverad mit Wagenheber und Abschlepphaken. Dann haben wir auf der linken Seite des Kofferraums eine Kofferraumbeleuchtung und hier auch noch einen 12-Volt-Anschluss, dazu einen Taschenhaken. Auf der Gegenseite eine Netztasche, dahinter das First Aid Kit. Dann hier auch nochmal ne, die Innenbeleuchtung und ein weiterer Taschenhaken. An der rechten Seite gibt es dann auch noch ein Gummiband.
Die Hutablage kann ich hoch und runter klappen oder einfach nach hinten rausziehen. Dabei ist die Sichtseite mit Filz belegt und hier macht es aber kein Geheimnis, dass es Presspappe ist. Und im oberen Bereich gibt es dann noch einen zweiten Teil der Hutablage. Auch den könnte ich ausbauen. Und wo ich gerade dabei bin, zwei Haltegriffe und der Knopf zum Schließen der Kofferraumklappe. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich mit meinen 1,80 Meter gerade eben so an die Entriegelung. Ich glaube, Leute, die kleiner sind, werden damit dann eher Probleme haben. Müssen dann halt die Türen öffnen außen. Hier übrigens auch Edelstahl zum Beladen, ne? Ist auch ganz praktisch. Und dann haben wir hier eine ebene Ladefläche bis zu der umgeklappten Rücksitzbank. 497 Kilogramm darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen. Davon 75 Kilogramm aufs Dach verbannen. Auch wenn man hier keine Dachreling sieht, man kann trotzdem was aufsetzen. Optional gibt es auch eine Anhängerkupplung mit einer Stützlast von 100 Kilogramm. Mit der darf der Plug-in-Hybrid Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 1,6 Tonnen. Wenn der Anhänger gebremst ist, ist er nicht gebremst, dann hat man das übliche Zuggewicht von 750 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Jaguar E-Pace 300 und P300e, so den Plug-in-Hybriden. Ich bin nicht in Bielefeld unterwegs, das ist also hier auch nicht die Kraxer Straße. Dennoch würde ich hier eigentlich ganz gerne wenden. Nehmen wir hier mal die Seitenstraße, die scheint mir aber ein bisschen schlanker zu sein als die gute Kraxer. Darum cheat ich mal ein bisschen, ne? Schummelig heißt das auf Deutsch. Die 360-Grad-Kamera hilft natürlich schon beim Drehen hier. Und ich kann euch noch sagen, dass ich einen Wendekreis habe von 12 Metern. Das ist natürlich ein bisschen viel für einen Kompakten. Eine Lenkradumdrehung und ein Hauch, das heißt zwei und zwei Hauch von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Und die Servounterstützung ist aber sehr angenehm beim Rangieren. Das kann ich euch auch noch bestätigen. So, jetzt sind wir hier tatsächlich schon außerhalb geschlossener Ortschaft. Ich bete nochmal die Fahrtprogramme runter. Dynamic Komfort, Eco und Schlechtweg haben wir hier. Jetzt bin ich mal in den Dynamik-Mode gewechselt, um hier einmal hoch zu beschleunigen. Ein bisschen um die Kurve geht es, aber komm, das kriegen wir hin, oder? Und ja, erfahren, nicht nachmachen, Kinder. Vollgas. Und da haben wir die 100 auch schon erreicht. Weit vor der Kurve, sage ich mal einfach. Von 0 auf 100 geht es in 6,5 Sekunden. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt dann bei 216 km/h. Ja, dann kann ich wieder zurückspringen in den Eco-Mode. Wir haben ja nicht nur den Eco, also die unterschiedlichen Fahrprogramme, sondern auch noch die Hybridprogramme. Da kann ich wählen zwischen EV, Safe und Hybrid. Also Hybrid, das Beste aus allen Welten. EV, dann erzwinge ich elektrische Fahrweise. Auch das könnten wir noch mal eben machen. Hatte ich vorhin mal ausprobiert, aber war mir nicht ganz sicher. Jetzt mal hier Vollgas. Nee, dann kickt er doch rein. Also er überstimmt den dann doch schon irgendwann, den EV-Modus. Elektrisch kann ich bis zu 135 km/h schnell fahren. Da darf ich halt nicht den Kicktower nutzen, sondern muss sehen, dass ich das hier alles ordentlich halte. Und dann gibt es auch noch den Safe-Modus. Im Safe-Modus lade ich den Akku quasi. Also ich kann während der Fahrt auch laden. Ich dachte erst, Safe würde heißen, er hält den Batteriezustand oder den Akkuzustand so wie er ist. Aber er packt da tatsächlich auch was drauf. Und somit ist auch der Verbrauch, den ich euch da im Bordcomputer gezeigt habe, im Innenraum nicht wirklich das, was ich erfahren habe, sondern ich bin dann irgendwann im Safe-Modus ein Weilchen gefahren, weil ich eigentlich wollte ich nur keinen zusätzlichen Strom verbrauchen, habe aber nicht gesehen, dass der dann auch tatsächlich lädt. Ich habe noch gar nichts groß zum Fahrwerk gesagt. Ich vermisse hier meine Kraxer Straße natürlich. Aber hier ist noch mal so ein bisschen normale Straße mit so ein paar Dehnfugen. Ich finde, für ein SUV ist der schon sehr komfortabel abgestimmt. Zumal Jaguar ja sportliche Gene suggerieren soll. Also ein sportlich abgestimmtes SUV, finde ich, ist es hier nicht. Sondern der ist durchaus komfortabel abgestimmt für so einen kompakten kleinen. Und wenn ich dann noch überlege, dass es ja ein Plug-in-Hybrid ist, wo ich bei vielen Mitbewerbern ja immer bemängelt habe, dass die zu straff abgestimmt sind oder zu unkomfortabel. Das hat Jaguar hier mit dem E-Pace doch gut hinbekommen. Jetzt beschleunige ich hier noch mal, weil der Verkehr es eh nicht anders zulässt, mal sehr sorgsam hoch.
und bin im EV-Modus. Sorge mich jetzt also peinlichst, dass ich den nicht überstimme. Und dann hat man natürlich dieses angenehme elektrische geräuschfreie Fahren, ja, was man auch zu schätzen weiß, wenn man des Öfteren mal elektrisch gefahren ist. Ja, unter der Faube haben wir den Verbrenner. Drei Zylinder hat er nur, ist auch ein bisschen komisch, ne? Aber hatte ich ja vorhin schon gefragt. Also 200 PS leistet er, beziehungsweise aus 1,6 Liter Hubraum und drei Zylindern ziehen die Jaguar-Leute 200 PS. Dazu an der Hinterachse und somit ist es dann auch ein Allradantrieb, haben wir den Elektromotor mit 80 kW. Das sind dann umgerechnet 109 PS. Und da können wir das dann schön aufaddieren auf eine Systemleistung von 309 PS und das maximale Systemdrehmoment liegt dann übrigens bei 540 Newtonmeter. Insgesamt der Eindruck, den das Fahrzeug auf mich gemacht hat, flott, also durchaus agil, wie man das von einem Jaguar erwarten würde. Die Sitze im Übrigen nicht nur bequem, sondern bieten auch einen schönen Seitenhalt. Allerdings, schnelle Kurvenfahrten ist mir ein bisschen mulmig geworden. Man würde ja denken, durch die Batterie, die sich im Unterboden befindet, hätte man ein bisschen mehr, ist der Schwerpunkt ja unten und das hilft dann irgendwie bei den Kurven. Aber ich finde, gefühlt ist der Schwerpunkt doch ziemlich weit oben. Ja, ich bin ein cleveres Kerlchen, denn es ist Freitagnachmittag, die Autobahn also ganz dezent gefühlt. Bin ja hier auch nur im Frankfurter Raum unterwegs, also fangen wir erstmal an. Ich bleibe aber tatsächlich im Sportmodus. Nee, eigentlich brauche ich das nicht. Ich kann auch mal runterschalten in Komfort, denn ich bin ja jetzt was habe ich eingestellt, Hybrid oder Safe? Geh mal in den Safe rein, damit der Verbrenner nicht ausgeht so wirklich. Und hier einmal kurz ein bisschen beschleunigt. Das hört sich gar nicht so berauschend an, ne? Aber ich meine, er kommt halt auf Geschwindigkeit. Und bei 216 ist ja eh schon Feierabend, ist also alles in Ordnung. Aber eigentlich wollte ich den Tempomaten einstellen auf 100 km/h genau. Und das haben wir jetzt auch. Da dreht das Motörchen, sind wir schon im höchsten Gang. Jawohl, im achten dreht er bei 1800 Umdrehungen, würde ich sagen. Das Auto läuft sehr ruhig, aber so ein bisschen höre ich den Dreizylinder, so ein Hauch von zumindest. 120 im achten Gang jetzt bei 2100 Umdrehungen. Das Auto schön ruhig, keine Windgeräusche. Wie gesagt, der Motor so ganz leicht unterschwellig, das finde ich aber gar nicht so störend. 140 dann bei 2500 Umdrehungen. Jetzt setzen die Windgeräusche schon ein, so leicht, aber bei der Geschwindigkeit dann ja auch durchaus nachvollziehbar. 160 im achten Gang dann bei 2800, 2900 Umdrehungen. Die Windgeräusche haben nochmal zugenommen. Ich kann mich aber immer noch normal mit euch unterhalten. Das würde mir also als Reisegeschwindigkeit auch mit dem Sitznachbarn noch gut gefallen. Und das sind jetzt 180 bei 3200, 3300 Umdrehungen. Jetzt hebe ich meine Stimme schon ein bisschen. Ich glaube, müsste ich gar nicht. Ne, würde auch so gehen. Also das kann man schon festhalten. Das ist ein sehr ruhiges Auto. Nicht spritzig, aber sehr ruhig und somit für mich auch ein angenehmer Wegbegleiter auf längeren Strecken. Die Achtgang-Automatik hat mich übrigens vollkommen klaglos begleitet. Also keine Schaltvorgänge, die ich mir nicht hätte erklären können. Es schaltet schön ruhig im Allgemeinen und auch im Sport nicht ruppig oder bewusst sportlich. Das finde ich angenehm. Die Lenkung im Übrigen, wenn man nicht gerade rangiert, durchaus präzise, aber nicht sportlich direkt. Ja, vielleicht mal ein Wort noch zum Hybrid-Antriebsstrang. Ich kann also voll elektrisch fahren, wenn ich dann möchte. Und der Elektromotor an der Hinterachse sorgt auch dafür, dass das Fahrzeug verzögert. Sobald ich also meinen Fuß vom Fahrpedal nehme, solltet ihr hier unten so eine kleine grüne Linie sehen. Das heißt, er generiert Strom. Und nach oben hin eine blaue Linie, das heißt, er gibt Strom ab. Wenn ich also jetzt im EV-Modus mich bewegen würde, das kann ich mal eben einstellen. Dann brauche ich immer einen Augenblick, um halt wirklich umzuschalten. Und jetzt seht ihr, blau bis zum Anschlag. Ich verbrauche halt viel Strom
Und genauso, ich gehe vom Gas, beziehungsweise wenn ich dann bremsen würde, was ich jetzt nicht machen kann, wegen dem Verkehr, dann würde er auch voll in den grünen Bereich gehen und rekuperieren. Soll heißen, im ersten Augenblick, auch wenn ich auf das Bremspedal trete, dann bremst der Elektromotor für mich, nicht die Bremsen, und gewinnt Bremsenergie zurück, speichert die dann in die Batterie, und somit ist jeder Bremsvorgang erstmal geeignet, um meine elektrische Fahrdauer zu verlängern ein Stückchen. Das ist natürlich ganz praktisch, weil ich dann nicht auf externen Strom angewiesen bin, beziehungsweise meinen Benzinverbrauch runterdrücken kann. Irgendwann setzen dann natürlich auch die mechanischen Bremsen an. Also man spürt es nicht beim Bremsvorgang. Das ist ja fließend, der Übergang. Aber das finde ich halt schön generell an Hybriden und auch Elektrofahrzeugen oder elektrifizierten Fahrzeugen, sagen wir es mal so, dass jeder Bremsvorgang dafür sorgt, dass man ein Stück weiter elektrisch fahren kann. Das finde ich schon, hat so seinen Charme, und jedes Mal, wenn ich dann danach wieder einen Verbrenner fahre, dann frage ich mich ja, warum bremst du denn? Ne? Also klar, weil man möchte nicht kalt verformt werden, aber bei elektrifizierten Fahrzeugen macht das irgendwie mehr Spaß. Zum Verbrauch kann ich nur bedingt eine zuverlässige Aussage treffen. Der Wagen ist ja angegeben mit einem WLTP-Verbrauch von 2 Litern und 20 Kilowattstunden. Die Kilowattstunden werden hier nicht ausgegeben. Ich habe auch nicht irgendwo anders gefunden. Und das, was ich erfahren habe, bis ich das Programm umgeschaltet habe, waren 4,5 Liter. Und da war der Akku aber auch noch lange nicht leer gefahren. Aber das würde ich so als Richtwert nehmen für effizientes Fahren auf der Landstraße und sonst halt nach oben hin offen. Jetzt gebe ich einfach mal Gas, stehe also voll auf dem Gaspedal, so hört sich das an. Ein bisschen was von CVT-Getriebe, wenn ich ehrlich bin. Die Geschwindigkeit, Entfaltung aber durchaus gleichmäßig. Ja, und da war es dann auch schon wieder vorbei. Gut, aber habt ihr mal einen Eindruck, also Jaguar verbinde ich ja immer noch mit sehr viel Esprit und Sportlichkeit, gerade auf der Autobahn. Vielleicht kann ich jetzt hier nochmal anknüpfen, eben sehe ich das bei dem Fahrzeug nicht unbedingt gegeben. Ja. Gut, jetzt muss ich auch wieder runterbremsen, weil hier Tempolimit ist 120. Mein Fahreindruck zusammenfassend kann ich sagen, dass die Bezeichnung P300 vielleicht ein bisschen irritierend ist. Das E erklärt dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Im unteren Geschwindigkeitsbereich, so bis 120, 130, fühlt er sich an wie ein P300. Auch von 0 auf 100 in 6,5 Sekunden, das gefällt. Aber je schneller man fährt, umso weniger passiert da halt. Und gerade wenn man mit dem Fuß auf dem Bodenblech ist, ja, erwartet man vom Jaguar dann doch ein bisschen mehr als so schnödes Vorankriechen. Für mich persönlich wäre aber durchaus passend, lösen wir uns mal von dem Namen 300, sondern sagen wir haben hier einen Plug-in-Hybrid, der im Bereich bis 130 durchaus agil und spritzig ist, erst darüber in dem Geschwindigkeitsfeld dann ein bisschen träge wird. Privat fahre ich kaum Langstrecke, da bin ich eher immer im urbanen Umfeld oder so im Radius von 100 Kilometern unterwegs, und da wäre der für mich vollkommen ausreichend, da fahre ich auch gar nicht so viel Autobahn. Als Firmenwagen wäre er mir aber definitiv nicht potent genug, weil da möchte ich doch, gerade wenn es nach Hause geht, mal einfach ein bisschen schneller fahren und lockerer überholen können. Den Tempomaten, den adaptiven Tempomaten, habe ich auf 154, fahre jetzt auf dem LKW vorauf, der deutlich langsamer fährt, und das Auto bremst mich aber doch recht ruhig runter. Muss ich ein bisschen auf den Verkehr achten. Setze mal den Blinker, da passiert noch nichts. Jetzt muss ich ein bisschen nachhelfen, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu irritieren. Also ich muss erst den Radarschatten komplett verlassen, bevor der Tempomat dann anfängt zu beschleunigen wieder. Dazu haben wir einen aktiven Spurhalteassistenten. Ich lenke mal hier gegen die Spur. Das Fahrzeug bewahrt mich also davor, dass ich die Spur verlasse.
führt mich jetzt auch wieder in die Mitte zurück, aber man sieht das, jetzt drifte ich auch wieder zur anderen Seite raus. Ich habe also keine konsequente, permanente Lenkunterstützung, sondern er verhindert lediglich, dass ich die Spur verlasse. Eine Verkehrszeichenerkennung haben wir auch, die hat auch ordentlich funktioniert auf meiner Strecke. Zweimal hat es mir Sachen angezeigt, die aber so hanebüchen waren, wie mein 20-Schild auf der Landstraße oder so, dass ich mir keinen Reim drauf machen kann, was das System überhaupt von mir wollte. Ja, weiter habe ich auch einen Totwinkelwarner hier in Signet und das meldet sich aber erst eine Fahrzeuglänge, bevor sich hier der Tigra in meinen toten Winkel schiebt. Ich mag ja eigentlich Systeme, die mich dann doch ein bisschen früher warnen und der kam jetzt auch gar nicht so langsam angefahren. Somit haben wir alle vier Assistenzsysteme mit an Bord, die ich immer fordere. Die funktionieren auch recht ordentlich. Allerdings bin ich ein großer Freund von Spurhalteassistenten, die konsequent auch mitlenken, um mich auf längeren Strecken entsprechend zu entlasten. Und auch der adaptive Tempomat, es wäre schöner, wenn der früher raus beschleunigen würde, schon immer dann, wenn man einen Blinker halt setzt. Ja Kinder, das war's auch schon wieder. Das war unsere Videokaufberatung zum Jaguar E-Pace P300e, dem Plug-in-Hybrid in der Ausstattungslinie Air Dynamic SE. So haben wir ihn euch vorgestellt. Ja, zum Ende mal zwei Kritikpunkte oder zwei Sachen, die mir negativ aufgefallen sind. Das erste ist tatsächlich das digitale Cockpit, lässt sich prima ablesen, alles fein. Aber wenn du jetzt umschalten willst, bei anderen Herstellern gibt es ja so eine View-Taste, hier musst du wirklich im Menü dich reinhängeln, 3-4 Mal klicken und dann hast du erst die Karte zum Beispiel, also die Navigationskarte und dann, um wieder zurückzukommen, machst du das gleiche nochmal. Das finde ich ein bisschen nervig und widerspricht so ein bisschen dem Vorteil eines digitalen Displays. Der zweite Punkt ist das Platzangebot hier hinten auf der Rücksitzbank. Sicherlich, es ist nur ein kompaktes Fahrzeug, trotzdem möchte ich da entspannt sitzen können. Das zeigen ja auch andere Hersteller. Ja, auf der Positivseite auch zwei Punkte, die ich hervorheben möchte. Der eine Punkt ist auf jeden Fall die Materialanmutung. Klar, das Auto kostet 73.000 Euro, aber es ist schon richtig schick vorne. Und der zweite Punkt betrifft auch den Arbeitsplatz des Fahrers. Ich finde, man fährt das Auto gefühlt, also wenn man drin sitzt, fühlt es sich an, als wäre es wirklich eine Klasse höher. Also wir reden dann nicht über einen kompakten SUV, sondern über einen Mittelklasse-SUV. Einmal von der Sitzposition, von der Höhe, aber auch von dem ganzen Rundumblick und dem Fahrgefühl fühlt sich das Fahrzeug doch größer an. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung da draußen. Schreibt es uns doch unten in die Kommentare, was ihr vom Jaguar E-Pace P300e denkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, wir freuen uns immer über einen Daumen nach oben. Das soll es gewesen sein von unserer Stelle oder von meiner Seite aus. An dieser Stelle verabschiede ich mich wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.